Oft steht der Kleinwuchs im Zusammenhang mit einer komplexen Erkrankung. Musst du dir blöde Kommentare anhören? Auf jeden Fall erlebe ich blöde Kommentare und häufig auch Vergleiche mit Fabelwesen, wie zum Beispiel Zwerg oder Lilliputaner. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,65 und liege damit ziemlich im Durchschnitt. Eine 18-jährige Frau ist im Schnitt 1,68 und ein 18-jähriger Mann ist im Schnitt 1,80. In Deutschland sind rund 100.000 Menschen kleinwüchsig und ich werde gleich mit zwei davon sprechen. Kleinwuchs hat erbliche Ursachen, es kann aber auch zusammenhängen mit Dingen wie Drogenmissbrauch in der Schwangerschaft, Stoffwechselerkrankungen oder Vitaminmangel. Bei Erwachsenen sprechen wir von Kleinwuchs bei einer Größe von unter 1,50 und von extremem Kleinwuchs sprechen wir bei einer Größe von unter 1,30. Hast du in deinem Freunden- oder Bekanntenkreis kleinwüchsige Menschen? Falls ja, schreib es mir doch gerne in die Kommentare und erzähl mir, wie sie damit umgehen. Wusstest du, dass es über 450 Formen von Kleinwuchs gibt? Die häufigste dabei ist familiärer Kleinwuchs. Das heißt, wenn die Eltern kleinwüchsig sind, werden die Kinder auch eher klein. Dabei liegt keine Krankheit vor, sondern einfach Vererbung. Die weit verbreitetste Kleinwuchsform ist die Achondroplasie. Das heißt, Betroffene haben einen großen Kopf, eine vorgewölbte Stirn und eine eingezogene Nasenwurzel. Der Rumpf ist normal groß, aber die Gliedmaßen sind verkürzt. Das ergibt für uns, zumindest für unsere Sehgewohnheiten, eine unproportionale Körperform. Ich spreche jetzt mit Nicole. Nicole ist kleinwüchsig und hat Achondroplasie. Von ihr möchte ich wissen, wie sie ihren Alltag so meistert. Hallo Niki, schön, dass du da bist. Hallo Miriam, schön, dass ich da sein darf. Ich würde sagen, ich fange mal mit was ganz Offensichtlichem an. Wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,27,5. Vielleicht kannst du mir mal ein bisschen erzählen, wie das früher so beim Aufwachsen war, so in der Kindheit, in der Pubertät und so weiter. Wie war das für dich da als kleinwüchsige Person? Ich habe ungefähr im Kindergartenalter angefangen zu realisieren, dass ich kleiner bin, einfach dadurch, dass die anderen Kinder in der Gruppe größer geworden sind. Ich aber das große Glück hatte, von meinem Umfeld ganz viel Unterstützung zu erfahren, ne? Dass meine Eltern und meine Freunde und auch meine Geschwister mir nie das Gefühl gegeben haben, dass es schlimm ist, dass ich anders bin. Ich wusste, ich bin anders, aber es ist nichts Negatives und von daher war es total okay für mich. Was würdest du sagen, wo sind so die Alltagssituationen, wo du sagen würdest, da ist der Kleinwuchs eher von Nachteil, da macht es dir Probleme? Ich finde, im Leben mit Kleinwuchs ist ein riesengroßer Punkt die Reaktion der Gesellschaft. Ich erlebe häufig, dass ich angestarrt werde, dass Leute stehen bleiben, um mich anzuschauen, dass ungefragt Fotos von mir gemacht werden oder ich teilweise auch gefragt werde, hey, kann ich ein Foto mit dir machen? Und ich dadurch viel mehr das Gefühl habe, ich bin eine Sehenswürdigkeit als ein teilnehmender Mensch der Gesellschaft. Und auch zum Beispiel in der Modewelt erlebe ich das, ne? Dass die Modewelt noch nicht auf Menschen mit Behinderungen ausgelegt ist, ne? Also es gibt jetzt mittlerweile ein Modelabel in Deutschland auf Augenhöhe, die Mode für kleinwüchsige Menschen herstellen. Aber selbst sie findet man derzeit nur im Online-Shop. Ne? Also das bedeutet, wenn ich mit Freunden shoppen gehe, habe ich noch immer nicht den direkten, einfachen Zugang zu Kleidung, wie meine Freunde oder Bekannten ihn haben. Du meinst ja gerade, dass du auf der Straße viel angestarrt wirst. Wirst du da auch angefeindet oder musst du dir blöde Kommentare anhören? Es ist definitiv so, dass ich blöde Kommentare höre und häufig auch Vergleiche mit Fabelwesen, wie zum Beispiel Zwerg oder Lilliputaner. Ich merke aber auch deutlich, dass blöde Kommentare oder das Anstarren oder angepöbelt werden zunehmen, wenn Menschen Alkohol konsumiert haben. Und das auch nochmal zunimmt, wenn ich mit mehreren kleinwüchsigen Menschen unterwegs bin. Ich war zum Beispiel letztens mit Freunden abends in der Stadt unterwegs und es hat unsere Stimmung gekillt quasi, dass wir angesprochen wurden, angepöbelt wurden oder sowas. Ah, guck mal, da kommen die Zwerge, was uns einfach die Lust am Feiern genommen hat, ne? Weshalb wir dann auch, den Abend abgebrochen haben, weil es einfach so eine Überdosis war, in der wir uns nicht mehr wohlgefühlt haben. Welche Situationen gibt es denn in deinem Alltag, wo du aber halt wirklich vielleicht auf andere angewiesen bist? Also was kannst du vielleicht wirklich nicht alleine machen? Es ist so, dass es für mich im Alltag kaum Situationen gibt, die ich nicht alleine bewältigen kann. Was definitiv dennoch dazugehört, sind Situationen am Bank,
Automaten, der Briefkasten, der zu hoch hängt, oder auch im Supermarkt, wenn die Lebensmittel ganz weit oben sind, ne, dass ich dann schon auf jeden Fall auf Unterstützung angewiesen bin. Aber ansonsten habe ich als Hilfsmittel den Hocker, der in meiner Wohnung häufig verteilt rumsteht, den ich auch oft mitnehme, wenn ich verreise. Ich habe ein umgebautes Auto, was mir viel Freiheit und Selbstständigkeit ermöglicht, und habe auch die Möglichkeit, meine Kleidung anpassen zu lassen, um da auch wieder selber aktiv teilhaben zu können. Gibt es denn irgendwas, was du anderen Betroffenen raten würdest? Ich würde jedem wünschen, dass er das Vertrauen darin hat, dass der Weg, den jede Person sich für sich selber aussucht, dass er es ein guter ist und dass wir alles machen können und dass es einfach viele Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und lasst euch nicht von Reaktionen der Gesellschaft unterkriegen und macht das, worauf ihr Bock habt, und lasst euch nicht von der Größe einschränken, denn dafür gibt es viel zu schöne Sachen, die wir machen können. Dann war es erstmal von mir. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, Niki. Ja, vielen Dank dir für deine Zeit und das schöne Interview, und bis bald. Was die Psyche angeht, scheint Niki eigentlich ziemlich mit sich im Reinen zu sein und auch ihren Alltag gut meistern zu können. Es sind aber halt doch die Kommentare von außen und das ständige angestarrt werden, was einem auf die Nerven gehen kann. Wenn du auch so wie ich mal Fragen an einen Profi hast, dann nutzt doch online das TK-Ärztezentrum. Dort kannst du mit Fachärzten und Fachärztinnen über alle möglichen gesundheitlichen Probleme sprechen. Aber wie sieht das Ganze ein Experte? Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Semmler. Er ist Leiter des Zentrums für seltene Skeletterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Köln und ist selbst mit der sogenannten Glasknochenkrankheit auf die Welt gekommen. Hallo Professor Semmler, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Herr Professor Semmler, könnten Sie mir vielleicht zu Beginn erklären, wie und warum es überhaupt zu Kleinwuchs kommt? Die meisten Kleinwuchsformen sind angeboren, sodass der Körper nicht genügend Knochenmaterial zum Wachsen herstellen kann. Seltene Formen, da fehlen zum Beispiel Hormone oder Substrate zum Knochenaufbau. Mal ganz konkret, welche Probleme bringt Kleinwuchs denn mit sich? Oft steht der Kleinwuchs im Zusammenhang mit einer komplexen Erkrankung und hat dann verschiedene andere Einschränkungen, wie zum Beispiel Gelenkstörungen, Gelenkschmerzen, Probleme mit der Wirbelsäule, aber auch andere Formen wie Hormonstörungen können einen Kleinwuchs bewirken und können dann eben auch andere Auswirkungen auf innere Organe oder Atmung zum Beispiel haben. Jetzt sind Sie ja Arzt und Patientin einer Person. Denken Sie, dass Sie dadurch anders behandeln können als Ihre Kollegen und Kolleginnen? Ich glaube, die rein medizinische Betreuung ist identisch. Ich lege sehr großen Wert darauf, auch einen Kontakt zur Selbsthilfe zu vermitteln, weil es eben doch viele gerade praktische Dinge gibt, die Kleinwüchsige und deren Familien sich von anderen Familien abgucken können, die wichtig für die Lebensqualität der Familien sind, aber jetzt nicht in dem Sinne rein medizinische Probleme sind. Es gibt ja das Klischee, dass Kleinwüchsige auch nur kleinwüchsige Kinder bekommen können. Ist das denn so? In den häufigsten Fällen ist es so, dass normwüchsige Eltern ein kleinwüchsiges Kind bekommen. Wenn jemand selber von einem Kleinwuchs betroffen ist, kann er diesen Kleinwuchs weitergeben, muss es aber nicht. Das heißt, kleinwüchsige Menschen können normalgroße oder auch kleinwüchsige Kinder bekommen. Jetzt ging es ja ganz viel um die körperliche Komponente, aber was kann Kleinwuchs dann auch psychisch mit einem machen? Von psychischer Seite ist es natürlich so, dass sich die Betroffenen immer damit auseinandersetzen müssen, dass sie im Alltag auffallen, dass andere anders auf sie reagieren, als das bei einem Treffen von zwei Normalwüchsigen der Fall ist. Das heißt, man ist immer in gewisser Weise unter Beobachtung in einer Sonderrolle, und das kann einem schon manchmal auf die Nerven gehen, wenn man immer im Mittelpunkt steht, immer beachtet wird und nicht so in der Masse von anderen untertauchen kann. Deshalb gibt es eben doch manche, die dann sich lieber zurückziehen und so ein bisschen mit ihrem Schicksal
hadern. Und ja, dann besteht natürlich auch die Gefahr, letztlich in eine depressive Stimmung zu rutschen. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch einen Tipp oder einen Ratschlag, den Sie Betroffenen, die sich das gerade angucken, mitgeben können? Ich glaube, generell ist wichtig, dass man als Kleinwüchsiger trotz allen Einschränkungen, die man vielleicht im Alltag hat, sich nicht entmutigen lässt, versucht, alles zu erreichen und auch möglichst selbstständig zu werden und sich damit ein gutes Leben zu ermöglichen. Vielen Dank, Professor Dr. Semmler. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass ich mitmachen durfte. Also ich nehme mit, dass Kleinwuchs oft mit komplexen Erkrankungen einhergeht, wie zum Beispiel Gelenkstörungen, Hormonstörungen oder Probleme mit der Wirbelsäule. Aber auch die psychische Belastung ist nicht zu unterschätzen, die gerade oft durch Ausgrenzung vorkommt. Aber das Ganze wird mit dem Alter auch besser. So berichtet zumindest Professor Dr. Semmler von seinen persönlichen Erfahrungen. Wir als Gesellschaft können auf jeden Fall noch einiges tun für Menschen mit Kleinwuchs, sei es durch mehr Barrierefreiheit oder indem wir zum Beispiel einfach aufhören zu starren. Das war's erstmal für heute. Nächstes Mal treffe ich dann Ihab. Er ist selber kleinwüchsig und nimmt mich einen Tag mit in seinen Alltag und er macht auch Parkour und ich schaue mir mal an, wie das eigentlich funktioniert. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, ciao und bleibt gesund. Heißt überwinden, ich muss drüber oder ich darf immer auch berühren? Ich finde meinen Weg und fertig so. Weit springen war zwar nie mein Ding, aber ich will das nicht. Oh, nee.